Im Schneegebiet gibt es entweder nur richtig gute oder richtig, richtig beschissene. Das Lachs, jetzt wollte ich dir eigentlich auch noch zeigen, aber jetzt siehst du es. Alter, der ist ja immer übel deprimiert, Alter. Obwohl, ja, wenn ich ja oben in der Schneelandschaft doch leben würde, dann, obwohl, ich würde gerne. Ich lasse mal den mal frei. Hier in der Gegend hier ist er vielleicht ein bisschen glücklicher. Das ist ein übelstes Mal, Alter. Das Ding ist einfach so traurig. So. Einmal Hallo zu Midgar Lusolum sagen. Findest du immer noch lustig, dass du hier im Let's Play ein Video, also klar, wahrscheinlich gibt es auf YouTube genug Videobeweise dafür, aber so einfach ohne mit ihm zu kämpfen, also darüber gekommen bist. Also klar, du hast davor mit ihm gekämpft, aber du bist ja von der einen auf die andere Seite einfach rübergelaufen. Und ich finde das einfach voll lustig. Ja, denn ich kann das ja jetzt mit dem Luftschiff nochmal viel besser zeigen, fällt mir gerade ein. Denn er kann sich hier in dieser Kuhle halt reinfangen und dann kommt er dann nie wieder raus. Ja. Das ist einfach ja, also so bei dämlich. Bei dir war es halt übel knapp halt noch. Du bist halt gerade so noch rübergekommen, weil sie irgendwie noch befreien konnte. Ja. Ja. Ich finde aber immer noch aus, dass das Ding, hab ich ja glaube ich auch mal irgendwann mal vor Jahren gesagt, aber wenn du das mal vom Weiten betriffst, sieht das einfach so aus wie so ein langer Penis mit aufgeblähten Eichen. So, ich dachte ja. Mit so einer Spitzeiche, mit so drei Dornen. Oh. Ein überdimensionaler Riesen-Reptilien-Penis mit Widerhaken. Genau. So, wir gehen zu Goldsauce. Goldsoße. Die Goldsoße. Nice one. So gut. So, hier hört man dann noch ein paar Inside-Lol. Das Luftschiff hat gebuggt. Ich will nicht, dass sich das in das Ding reinbuggt. So. Ich find's aber beide immer noch lustig, dass wir beide von Final Fantasy 7 so zwischen, also von manchen Begriffen eine unterschiedliche Aussprache haben, obwohl wir das beide das Spiel schon seit, boah, lass mich 15 Jahren kennen. Wieso? Was meinst, welches Wort meinst du jetzt? Zum Beispiel, ich habe früher immer Jaffi gesagt, du immer Yuffie. Goldsoker, hast du Goldsaucer immer gesagt und ich Goldsoker. Kai Cid, nennst du Kai Cid und ich Kai Cid. Da hilft halt so eine einige Begriffe. Soll ich dir sagen, wieso? Ne? Weil ich das Spiel ja noch nie zu 100% gespielt hatte, bis ich das LP von Zuckzü geguckt habe. Hm. Und dort habe ich dann das ganze Spiel zum ersten Mal erstmal auf 100% gesehen und zweitens mal zum ersten Mal das Ende gesehen. Ne, weil wir hatten ja mal das Problem mit der zweiten und dritten CD, ne? Die hat bei uns nie so richtig funktioniert und fehlerhafte Bugs und Videosequenzen haben nicht gedingst. Und irgendwann haben wir uns das Spiel nochmal komplett neu gekauft und da funktioniert dann alles. Also die PS1. Und ich spiele jetzt gerade ja die Steam-Version, die habe ich hier glaube ich auch noch nie gesagt, keine Ahnung. Das ist das so schön, das so klein erwähnt. Ja, und worauf wollte ich hinaus? Genau, ich hatte das Spiel noch nie irgendwie großartig gesehen. Also, was heißt gesehen? Wir haben es halt damals schon gespielt, auch gesuchtet, nur halt, und ich hatte es noch nie durch. Noch nie. Und das Ding war halt einfach, ich kannte kaum die ganzen Insider. Ich hab, als ich das LP die ganze Zeit gesehen hatte. Oh shit, ich hab was vergessen. Ich hab die Schokobus nicht gefüttert. Egal. Ja, genau, ich hab's das Spiel noch nie gesehen, das heißt, der wird jetzt hier vermutlich sich querstellen, ja. Okay, ich lasse ihn automatisch machen. Ich kann gleich nochmal nachholen. Ja, ich werde das erste Rennen sowieso gewinnen, schätze ich. Jedenfalls, ich habe das Spiel nie wirklich gesehen gehabt und so weiter. Und dann habe ich das LP gesehen und dann so, oh, total geil. Alter. Oh, geil, lass machen. Oh, geil. Ich hätte den füttern sollen, ich Volldepp. Ja, gut. Ach, komm. Wie oft ist uns beiden schon irgendwas passiert? Wir haben uns verplappert oder so und irgendwie vergessen wir dabei dann immer, was wir dann danach machen wollten oder sonst was. Einfach weil man sich verplappert hat oder sonst was. Das ist mir gestern aber auch passiert mit diesem Vergessen, den Chocobo zu füttern. Mit Silkes Gemüse. Jedenfalls, dann habe ich halt das LP von Zückzü geguckt und da habe ich mir dann alles abgeguckt. Die gesamte Spielweise zum ersten Mal, bis ich dann zum ersten Mal auch total übertrieben hatte mit Leveln. Habe ich dann gesehen, wie man die stärksten Gegner besiegt. Jetzt hätte ich fast gespoilert, was die stärksten Gegner sind. Also, ich glaube, man kann sich jetzt mittlerweile denken im derzeitigen Spielverlauf, weil ne, die Rappens wüten, ja. Ah, sie sind doch nicht stark.
Und ich hatte, glaube ich, noch nie erwähnt, dass die Weapons, abgesehen von Saphir Weapon, weil der ja als erstes gekillt wurde, von Shinra, von der dicken Kanone. Jedenfalls die anderen Weapons kann man natürlich auch bekämpfen. Gegen Ultima Weapon haben wir sogar schon mal gekämpft. Und der ist dann abgehauen, die feige Sau. Und guck mal, hier ist Jan. Auf Platz 2. Und die anderen Weapons kann man jedenfalls auch bekämpfen. Und es sind halt die stärksten Gegner im Spiel. Und ja, das wollte ich einfach sagen. Also ich finde, die Shinra-Soldaten sind eigentlich rein theoretisch die stärksten Gegner in dem kompletten Spiel. Ja. Indem man am Anfang als Chaos im Zug ausgestiegen ist. Ja, wollte ich gerade auch sagen. Was stimmt die beim Schokobo? Ist dir nicht jemals aufgefallen, dass da im Hintergrund Feuerwerk ist? Ja. Okay. Darüber, dass ich... Genau das hast du, glaube ich... Oh, ich weiß nicht, ob das genau in dem Satz auch gesagt oder so, aber als das jetzt auch zugeschaut hatte. Ich glaube, da hat es, glaube ich, Ähnliches gesagt. Ja, da habe ich genau das Gleiche gefragt. Echt? Ja, so da kann ich mich gerade auch dran erinnern. Déjà-vu und so. Ich weiß sogar nicht, ob es mir bisher sonst immer aufgefallen ist. Weil, ach, wir sind halt generell so, du kannst ein Spiel 10-mal durchgespielt haben und du wirst irgendwo im Hintergrund irgendetwas Neues finden, besonders bei Rollenspielen oder so. Bestes Beispiel, die Truhe in Calm. Niemand hat die bisher öffnen können. Niemand. Das ganze Internet ist voller Gerüchte dadurch. Wer nicht genau weiß, was ich meine, ich zeig's euch. Jetzt, gerade. Ich habe das schon ganz am Anfang am LP gezeigt. Hier ist ja Calm. Ich hab's schon ganz am Anfang mal gezeigt, aber... das war, glaube ich, nicht hier. Das war nicht hier, geht erstmal in das Haus rein. Hier war es, glaube ich. Genau. Diese Truhe hier. Verschlossen, kannst du nicht öffnen. Niemand hat diese Truhe bisher geöffnet gekriegt. Niemand. Das ist die Truhe der Mythen. Ja, vor allen Dingen, und aber Legenden. Das ist auch so die einzige Truhe, die du halt auch noch dann anklicken kannst, mit der du halt interagieren kannst. Und das ist nämlich das, was die Leute, dann denke ich mir auch immer verwirrt, dass du halt damit interagieren kannst. Weil wenn du mit einem Möbelstück nichts machen kannst, dann kannst du es auch nicht anreden. Oder du brauchst halt wenigstens irgendwie eine Beschreibung, was du jetzt damit machen kannst. Oder sprich mal die Truhe an. Ja, passiert nichts. Weil die sieht genau, exakt genauso aus wie die andere. Mhm. Und die kannst du halt nicht öffnen. Also klar, da ist jetzt ein Nachttisch davor oder so ein Hocker mit einem Buch drauf. Ja. Aber trotzdem. Ach, das ist doch der... Okay. nee, ich hatte ganz am Anfang des Spiels, als wir hier waren, also wo Klautze von seiner Erinnerung erzählt hat, über Sephiroth, war ich auch in diesem Haus und habe gesagt... Dieser Typ hier wird noch sehr, sehr wichtig im späteren Spielverlauf und du darfst ihn jetzt mal vorlesen. Die Welt hat sich in den letzten Tagen verändert. Dieses gewaltige Ungeheuer Meteor hat den Himmel verdunkelt und ihn für sich beansprucht. Viele meiner Freunde starben. Ich begebe mich auf eine Reise, um für ihre Seelen zu beten. Eine Karte, die mit einem Schiff versank, Reiseführer. Eine Rose, die alle 1000 Jahre einmal in der Wüste blüht, Wüstenrose. Und eine Harfe, die die beruhigt, die sie hören, die Erdharfe. Klingelt's bei dir, Steve? Mhm. Mhm. Ich möchte wissen, ob es jemanden gibt, der sie mir bringt. Also ich wollte jetzt halt eigentlich nur nicht spoilern, was man halt bei dem Typen machen soll, deswegen habe ich gerade so gesparkt. Ja, aber das Ding ist, ab jetzt kann man sich die Informationen hier holen, sobald man halt Cloud wieder aus dem Lebensstrom holt. Sobald man Cloud wieder in der Gruppe hat. Das ist ja quasi das, was als letztes in der Story passiert ist. Kann man zu den Typen hin und ganz am Anfang des Spiels hat er halt gesagt, ja, alles ist in Ordnung, die Welt ist ruhig, es ist alles perfekt. Ich kann mich nicht beschweren und so weiter, bla bla bla. Und jetzt ist halt alles blöd, seine Freunde sind gestorben und so weiter und er fragt halt danach, ob ihn irgendjemand diese drei Sachen bringen kann und wie werden sie ihn bringen. Und dadurch bekommen wir auch ganz, ganz tolle Sachen. Was finde ich ja generell eigentlich echt strange so. Es hat mir wieder deshalb wieder so ein Ding, welches mir in älteren Spielen halt echt sehr, sehr gefällt, rein theoretisch. Weil du halt mega viel Zeit in die Spielerei investieren musst, damit du halt überhaupt weiterkommst, weil ich weiß gar nicht, ob dir gesagt wird, dass du halt mit dem Typ halt überhaupt nochmal ein zweites Mal reden kannst oder so, weil rein theoretisch... Der Typ ist ja komplett optional. Jetzt,
Na, weil rein theoretisch gehst du ja nicht nochmal ein zweites Mal nach Kalm. Außer vielleicht, wenn du da jetzt irgendwie in der Nähe mal hin musst und ein Zelt kaufst oder so, weil du es jetzt gerade brauchst oder so. Ja gut, aber du kannst ja die Zelte auch eben überall anderswo kaufen. Ja, ja, so als Beispiel halt, aber ansonsten gehst du da ja nicht nochmal hin. Und das hast du ja so bei neuen Rollenspielen nicht mehr so wirklich. Ich sag, vergleich mal hier die heutige Rollenspielgeneration mit der. Wäre auch schon das mal so viele Gespräche halt gehabt. Und vergleich mal die ältere Rollenspielgeneration mit der heutigen. So was hier zum Beispiel auch so Quests angeht, dass du halt selber suchen musst oder dass du Sachen selber herausfinden musst. Keine Questmarke hast und so weiter. Na, genau, dass du halt Rätsel auch selber halt herausfinden musst, ohne dass du da irgendwelche Tipps hast. Also alleine das mit den Questmarken ist ja zum Beispiel auch schon so eine Sache. Stell dir mal ein Skyrim ohne Questmarker vor. Ja gut, dann das Ding ist halt, manche Spiele machen es ja auch gut, wie zum Beispiel, keine Ahnung, mir fällt jetzt natürlich so als Beispiel jetzt keins ein, aber dass du halt, wie bei Gothic zum Beispiel, dir wird einfach beschrieben, wo du hin musst. Oder eben, wenn du eine Karte hast, dann kann dir manche NPC auch markieren, wo du hin musst. Ich möchte jetzt hier in dem Falle nur mal Skip erwähnen, im zweiten Teil. Ist ja jetzt kein Spoiler, weil wir spielen ja gerade kein Gothic 2. Oh mein Gott, ist das ein Teaser gewesen, dass er Gothic 2 spielen wird? Wird er da auch Gothic 1 machen, Gothic 3? Oh mein Gott! Hi. Genau das hat der jemand, der das hier gerade schaut, jetzt genau gedacht. Ja. Obwohl, wahrscheinlich wirklich, verdammt. Ich finde das ja immer lustig, wenn irgendjemand was sagt von wegen, ja, wir spielen ja gerade nicht das hier. Deswegen kann ich das ja mal sagen und so, oh mein Gott, spielt er das etwa irgendwann mal? Oh, jetzt macht der Lehrer Versprechen und spielt es trotzdem. Ja. Oh, ich jetzt ein paar Beispiele nennen, aber naja. Ach komm, ich hab's ja genauso gemacht, aber. Ja, aber so ein Ding, ich hab dich jetzt vor 16 Jahren abonniert, du hast es immer noch nicht gemacht. Ja, ich wollte es nächstes Jahr machen, okay. Ich hab dich jetzt 30 Jahre lang abonniert. Ich sag ja nur mal, Gronkhs Spiel, Gronkh spielt Fable als Böse. Irgendwann zweiter, keine Ahnung, wann das LP lief, jedenfalls sehr lange her. 2011, glaube ich, war das. Ja, damals, als er noch nicht bekannt war. Und wie kann, bevor er bekannt war, was? Na, ich sag mal so, ich glaube, so im deutschsprachigen Bereich war er, glaube ich, schon so ein bisschen bekannt, weil jeder deutsche Let's Player, der so 2010, 9 angefangen hatte, irgendwie 9, bekannt war. 2010. War halt einige, also was heißt einiger, also so einigermaßen würde ich jetzt bekannt, also der hatte irgendwie 1000 Abonnenten, damals war es ja der Babbo, wenn du 1000 Abonnenten hattest. Mhm. Und das war ja damals halt schon viel, aber musst du auch bedenken, früher hattest du nur die kompletten Nerds, die halt vor YouTube gehockt haben, heute hast du halt die breite Masse. Ja, yep, das stimmt. Guck mal, sieht doch schon mal ganz anders aus und dadurch, dass dieser hier der ist männlich. Wenn der hier weiblich gewesen wäre, wäre der genauso gut wie ein farbiger Chocobo. Weil die weiblichen sind schneller als die männlichen. Ja, wenn er männlich ist, wackelt er nicht so mit dem Hintern, ne? Doch. Das bringt die perfekte Aerodynamik. So, und das ist so das Ding, der schwarze Chocobo, den wir jetzt haben, der wird richtig hart abgehen, weil der eben weiblich ist. Und wenn, ich würde mich freuen, wenn wenn der goldene Chocobo hinterher weiblich wäre, weil der ist nochmal eine ganze Ecke schneller als der männliche. Ja, das stimmt. Das einzige Manko, was wir natürlich jetzt wieder haben, ist 100 Jahre im Ziel warten. Macht das eigentlich irgendwie einen großen Unterschied, ob du die lange oder die kurze Strecke nimmst? Nö. Ich glaube, bei der langen bekommst du nicht mehr bessere Belohnung oder so. Nö, die ist einfach nur länger. Ah, wie mein Penis, okay. Na, der ist so lang, man muss ihn sich über die Schulter werfen. Nee, der ist so lang, der guckt noch nicht mal aus meinem Unterhosenloch auf. Oh. Ich hab da eigentlich nur so einen Mückenstich. Was? Und da drunter hängt so ein fetter Sack. So ein Ziegenhoden. Ja. Hm, ich will GP. Boah, rein theoretisch kannst du schon mal für die, darf man das sagen, für die Arena-Sache? Ja, das darfst du sagen. Okay. Das habe ich schon gesagt, dass ich dafür die GP brauche. Ah, okay. GP brauche. Oh, guck mal, Sid möchte. Machen wir auch mal ein Rennen mit Sid. Drogenträume!
Ja, das finde ich zum Beispiel auch echt lustig. Der macht zwar nicht oft, aber da wird ein. Obwohl, wenn du Sid nicht dabei hast, ich weiß gerade nicht mehr, wie das halt war, dann sagt ein anderer Charakter, dass er möchte, oder? Nee, nur Sid und Tifa. Obwohl, Yuffie kann ich eh verstehen, dass sie nicht da drauf sein möchte, weil alles, was. Yuffie ist seekrank. Ja, ach, generell, ich glaube, sie kotzt generell bei allem, wo sie nicht ihre eigenen Füße dann auf den normalen Erdboden halt hat. Eigentlich ziemlich dämlich für einen Ninja. Eigentlich schon. Ja, obwohl Barrett weiß halt nicht, ob der Chocobo Barrett halt tragen möchte. Ja gut, ich glaube, der erstens das, zweitens hat das Problem, er kann sich nicht richtig festhalten, weil er nur eine Hand hat. Ja gut, stimmt. Vincent ist, glaube ich, einfach nicht der Typ für sowas. Ja gut, Ares, ja, da haben wir ein Problem. Zu der Zeit konnte man das nicht mehr machen. Ich denke aber, die wäre auch mal geritten. Ja, sie wäre generell geritten. Aber das war auch gar nicht so einfach, die ganze Zeit irgendwie von den ganzen Charakteren abzulenken, weil Sluxy weiß ja noch nicht, dass Ares tot ist. Deswegen habe ich irgendwie das Thema komplett gemieden. Wieso ich nicht mehr Ares im Team habe, obwohl ich die ganze Zeit mit ihr gespielt habe. Ja, hat eigentlich ganz gut funktioniert. Hätte ja auch by the way dann einfach sagen können, wieso ist Ares nicht mehr da? Ja, Ares ist im Urlaub. Ich hätte einfach, ja gut, wenn er gefragt, also er hat ja auch nicht gefragt, aber ich denke mal, er hat absichtlich nicht nach der Story gefragt, um sich nicht zu spoilern, aber wenn er gefragt hätte, dann hätte ich einfach gesagt, ja, ich habe sie gerade einfach nicht dabei. Schon früher Feierabend gemacht. Ja. Habe ich das schon gesagt? Ich habe keine Ahnung, wenn man mit dem Chocobo auf Rang A ist, ich glaube, das habe ich schon gesagt, dann kommt ein, dann kann man, hat man eine Wahrscheinlichkeit, dass man den schwarzen Chocobo als Gegner bekommt. Und dieser Typ dann heißt Tao und gegen den kann man nicht gewinnen, wenn man nicht selber einen schwarzen Chocobo hat oder einen goldenen. Wobei ich sagen muss, als wir offscreen, ich habe ja ein paar Rennen auch rausgeschnitten. Mit dem blauen und dem grünen Chocobo. Ist ja auch ein bisschen doof, wenn er halt so 20 Parts dann nur irgendwann Chocobo hat. Ja, klar. Und da habe ich mit dem grünen tatsächlich gewonnen, weil der von den anderen Chocobos alle total hart aufgehalten wurde am Anfang. Warte mal, ist der T.O. oder Tom? T.O. Weil wer war das denn nochmal, als du in dem Gefängnis halt warst, wo du dann halt das Chocobo rennen musstest, den du halt oben, wenn du den Aufzug hochfährst? Ja, ich weiß noch, wie der hieß. Ich weiß, wie du meinst, ja, dieser Typ, der dann sagt, der beste Jockey da ist. Boah, ich weiß nicht mehr, wie der hieß. Ich dachte, das wäre irgendwas mit J gewesen. Bullshot, jetzt habe ich das Ding jetzt genommen. ich dachte, der wäre das halt gewesen mit auf dem schwarzen. Dachte ich Schokobo. Eigentlich auch immer, aber vielleicht soll er das auch sein und sein Name wurde einfach geändert. Ja gut, das würde mich hier bei Final Fantasy mittlerweile nicht mehr so Rufhaus. Ja, das ist bestimmt auch nur dann in der deutschen Version so, zu 100%. Hey, oh, stell dir mal vor, solche Rechtschreibfehler passieren in heutigen Spielen. Das würde das Spiel dafür absolut... Ist der Jens? Du kannst ja mal eben in meinem LP nachgucken. Ja, stimmt. Ja gut, da müsst ihr aber jetzt halt erstmal herausfinden, bei welchem Paar das halt überhaupt. Ich schätze mal, irgendwas zwischen 30... Ich kann mich ja eben mal kurz... Ja, obwohl, ich kann jetzt ja so circa in den Thumbnails sehen. Ja, die ich alle fein sauber selber erstellt habe. Nicht. Ich fand's ganz am Anfang in Calm ganz cool, dass da als Thumbnail das Jenova-Teil genommen wurde. Da hattest du mich, glaube ich, sogar auch drauf angesprochen, dass das irgendwie voll geil ist, dass das so... gedingst ist. Ja. Genau. Ach so, generell so manchmal die Thumbnails, die YouTube dann halt ausfüllt, so dann manchmal doch schon ziemlich cool aus. So, Brüsi. Ich hoffe mal, man hört meinen Mausticken auch nicht gerade. Selbst wenn, aber hört man nicht. Ich höre es jedenfalls nicht. Ja, das ist auch manchmal, ich benutze ja nur Großmembran, oder? Das ist manchmal halt echt komisch, ey. Da kann man so 20 Meter entfernt furzen oder so. Alle würden zwar, mit denen ich laber, oder die Klosche, ja. Die Klospülung bei uns auf der rechten Seite, auf den rechten Flügel der Villa, ja.
in unserem Anwesen. Ja,